So, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Ja, wir werden jetzt unser Level Cap, also unser Level einfrieren. Hier, was heißt, wir bekommen jetzt wieder Level, mindestens 5 Level. Dann frieren wir das wieder ein. Ah ja. Hochlothdarian Morgraine. I see, I see. War hier nicht jemand? Oh Gott, wo war der denn? Oder war der im anderen Raum? Oder war hier genau? Was kann ich für euch tun? Es gibt diejenigen, die keine Erfahrung aus ihren Handlungen ziehen möchten. Die für immer auf der Stufe ihrer Stärke verbleiben möchten. Die sie jetzt haben und niemals stärker werden wollen. Ich wünsche erneut Erfahrungspunkte sammeln. Hab ich überhaupt 10 Gold? Locker. Ist das besser als das, was ich jetzt habe? Nein, nicht wirklich. Tja? Nö. Das ja. Nun gut. Ja. Seid vorsichtig. So, dann haben wir wieder Alaria. Es ist ein guter Tag für die Jagd. Wir haben Momente verbracht, Monate verbracht, jeden Winkel von Azeroth nach den Zeichen von Sylvanas abzusuchen und dabei erfahren, dass meine Schwester im Reich der Toten übergewechselt ist. Alarias Augen verengen sich. Wie passend. Ich würde mich zwar am liebsten der Jagd auf sie anschließen, aber zuerst ist mein Platz hier der Allianz und muss ihre Stärke wiederfinden und ich werde Tyrion dabei helfen. Aber wenn die Zeit gekommen ist, werde ich dafür sorgen, dass Sylvanas für ihre Taten verantworten muss. Die Schatten können mächtige Verbündete sein, wenn man weiß, wie man sie kontrolliert. Ist das Kul'Tiras in Zandala? Ne, das ist Kul'Tiras. Die Karte dürfte aber auch mal definitiv ein Upgrade bekommen. Gut, dann verschwinden wir wieder hier aus diesem Gebäude. Und dann können wir uns auf zum Rotkammgebirge machen. Hab ich denn hier in der Nähe vom Rotkammgebirge eigentlich einen? Na, wahrscheinlich nicht. Da muss ich dann wahrscheinlich hinfliegen. Aber wir können erstmal da einen Punkt setzen, wo wir hin müssen. Dahin, na gut. Dann fliegen wir da so nah wie es möglich hin. Und dann. Ja. Ja, dort ist nah genug. Da, den Rest kriegen können wir auch fliegen. So, dann jetzt geht's auf zum Rotkammgebirge. Ja, und wenn wir mit dem Rotkammgebirge fertig sind, dann geht's nach Valbashir. In einem Gebiet, das definitiv nicht das beste Gebiet im WoW ist. Es wird sehr viel unter Wasser sein. Und anscheinend sind alle Quests ja eigentlich gebraucht. Wie gesagt, wenn wir Max-Stufe erreicht haben,
und so stark sind, dass wir die Gegner eigentlich alle one-hitten, denn wenn wir die Quest, die wir jetzt hier in Scherbenwelt und Nordend nicht geschafft haben, einfach nicht, weil wir es nicht konnten, werden wir einfach neu machen. Ja, ich könnte die Quest aber eigentlich auch mal erstmal aufgeben. Eiskrone abbrechen. Das dauert jetzt eine kleine Sekunde, wenn ich mal treffen würde. So. Stimmt, wir haben den ersten Mal heute, das ist Tag der Arbeit, oder? Na gut. Warte mal eine Sekunde, haben wir eigentlich Kräuterkunde von Kata? Ja. Haben wir. Ja, haben wir auch, okay. Sehr gut. Also haben wir von beiden. So, dann haben wir ein bisschen Erfahrung bekommen, schon direkt mal. Hier ist gleich mal ein Elite gespawnt, wenn ich mich nicht irre. Na gut. So, was müssen wir da jetzt annehmen? Hauptmann Parker. Auf Befehl des Königs Sache von Sturmwind sollen die alle Gnolle in dem Dreiecken genannten Gebiet, in der südwestlichen Ecke der Rotkammsgebirge getötet werden. Wenn die Gnolle diesen Gegend beseitigt habt, dann meldet euch bei eurem Sieg bei Wachhauptmann Parker an der Turmwacht. Okay, das wäre die hier. Das ist hier mit Bohnen. Na, wahrscheinlich von hier, ne? Schönen guten Tag. Ich brauche eure Hilfe, Walker. Unsere Rationen sind verbraucht und die Wachen werden hungrig. Sie sehen sich nach meinem weltberühmten Würstchen mit Bohnen, aber mir fehlen die Zutaten. Seid ein Schatz und helft mir bitte. Ich brauche ein paar Greiferzähne hier, Kordiereier und Talantenaugen. Erfinde die Greiferzähne nahe des Turms. Seht euch nur um. Man sieht sie. Ah ja. So, und jetzt müsste hier irgendwo dann auch der andere Parker sein. Genau, hier ist er. Bruder im Christ, wo schaust du hin? Ah, ist auch egal. Grüße. Nach hier unten, ne? Weitere Einschätzung der Gefahren. Siehe den Ehrenfreund. Diese verdammten wertlosen Knolle führen nichts Gutes im Schilde. Ich spüre es in meinen Knochen. Die Gnollaktivität hat sich in den letzten 2 Wochen verdreifacht. Ich befürchte, dass sie einen Angriff auf Seehain vorbereiten. Ich möchte, dass ihr die Lage der Gnolle in diesem Gegend aufsucht und dort alle Informationen sammelt, die ihr finden könnt. Durchsucht die Lage unmittelbar nördlich von hier, östlich von hier und südlich von hier. Bringt mit, was ihr dort findet. Für die Allianz. Okay.
Na, bleiben wir mal hier bitte nicht hängen. Haben wir jetzt hier eine Quest? Jo. Na, dann töten wir hier mal das ganze Wild. Ein Rotkammknolle, na, das ist ja mal was. Mm-mm-mm.